Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute mit der Livestream-Aktion für Version 4.2 macht gerade der Freveler von Genshin Impact auf Twitch, bei der man bis zu 11.500 US-Dollar gewinnen könnte, wenn man ein absoluter Top-Streamer ist, der tausende von Zuschauern hat. Klammer zu. Die Aktion geht vom 4. November bis zum 10. November, Anmeldungszeitraum, sorry. Und Zeitraum des Livestreams ist am 8. November. Wenn ihr euch vorab registriert habt, bis zum 8. November 0 Uhr, dann könnt ihr euch sofort nach dem Aktualisieren auf Version 4.2 ans Livestream machen. Wenn ihr euch später anmeldet, dann erst ab dem 11. November. Die ganze Aktion geht dann 3 Wochen, und also bis zum 28. November. Und wir haben die Auswertungsphase vom 29. November bis zum 14. Dezember. Aktionsbeschreibung: Man muss sich anmelden. Gibt hier irgendwo einen Button, glaube ich auch. Genau, hier jetzt anmelden. Auf den drückt man dann einfach drauf. Und da muss man muss auf einen entsprechenden Server spielen. Ihr seid Europäer, ihr spielt da wahrscheinlich auf dem europäischen Server. Entsprechend könnt ihr hier dran teilnehmen. Genau, dann steht nochmal das gleiche wie oben. Belohnungen werden nach 30 Tagen verschickt. Man darf nicht betrügen. Das nicht irgendwie ausnutzen. Du fängst zum Beispiel an, Genshin Impact zu streamen, gehst dann einfach 24 Stunden AFK oder so. Darf man natürlich nicht. Man darf nicht mit einem anderen Spiel in der Genshin Impact-Kategorie streamen. Das darf man auch nicht. Und man darf nicht über Leaks oder vertiefte Diskussionen für unveröffentlichte Inhalte starten. Genau. Und ja, da muss man sich registrieren. Ja, die Teilnahmehinweise sind so ein bisschen überflüssig eigentlich. Sobald ihr registriert habt, müsst ihr legit einfach nur streamen. Das war's eigentlich. Also muss man wirklich gar nichts wirklich beachten. Es gibt natürlich auch wieder Zuschauerbelohnungen, Zuschauerdrops quasi. Die sind allerdings auf 300.000 begrenzt. Also nach 300.000 Leuten kriegt keiner mehr eine Belohnung. Und man muss 2 Stunden Streams gucken für insgesamt all diese Belohnungen. Die kann man alle bekommen. Wie funktioniert das mit dem Livestreamen? Maximale Streamdauer, die belohnt wird, sind 30 Stunden. Da kriegt man dann insgesamt bis zu 1600 Urgestein. Und wenn man jede Woche mindestens 3 Wochen streamt, für 3 Wochen am Stück, dann kriegt man 300 Urgestein insgesamt. Das Ganze ist allerdings begrenzt. Und hierzu muss ich dann am Ende noch was sagen. Etwas sehr Trauriges. Und ja, ihr seht die Begrenzungen: 19.000 bei 6 Stunden, 3.000 bei 30 Stunden. Und bei fortlaufender Teilnahme sind die Begrenzungen ein bisschen anders. 15.000, 12.000, 10.000, aber auch auf jeden Fall begrenzt. Und wenn man jetzt es schafft, tatsächlich die meisten Zuschauer zu haben, beziehungsweise eben sehr viel zu streamen und zeitgleich sehr viele Zuschauer zu haben, oder wie gesagt einfach die meisten Zuschauer im Schnitt zu haben, dann bekommt man hier noch Bargeldbelohnungen. Bis zu 8.000 Dollar für die längste Wiedergabezeit und bis zu 3.500 Dollar für die meisten durchschnittlichen Zuschauer. Staffelt sich hoch bis zur Top 100. Und ja, das war es im Endeffekt eigentlich auch schon. Dann gibt es noch so ein bisschen Q&A zum Streamen generell, wie ihr das auf Twitch einstellen könnt und bla bla bla. Da gibt es ganz viele Fragen, die gehen wir jetzt auf jeden Fall nicht alle durch, dauert viel zu lange. Und ja, das war es eigentlich auch schon zu den Fakten. Dann habe ich ja schon gesagt, muss ich jetzt noch meinen Senf dazugeben. Und zwar folgendes. Ich bin tatsächlich überrascht oder fast schon ein bisschen schockiert, und es soll jetzt auch überhaupt nicht arrogant oder eingebildet klingen. Ich dachte wirklich, diese Begrenzungen wären nicht so krass, weil ich es wirklich oft auch in den Kommentaren von diesen Beiträgen gelesen habe. Manche sagen, sie kriegen keine Belohnungen, andere sagen, sie kriegen jedes Mal Belohnungen. Und dann dachte ich mir, okay, na gut. Ich bin tatsächlich Streamer auf Twitch, zwar mit einem anderen Spiel. Also ich habe früher kein Genshin Impact gestreamt, jetzt seit 2 Monaten, also seit Anfang September im Endeffekt. Anfang September habe ich das erste Mal Genshin Impact gestreamt. Und das heißt, ich habe jetzt die letzten 2 Livestream-Aktionen mitgemacht. Das bedeutet, ich habe mich angemeldet und habe gestreamt und habe auch Belohnungen bzw. die Voraussetzungen für Belohnungen freigeschaltet. Da kriegt man so eine Mail, steht dann drin, 800 Urgestein, 300 Urgestein, insgesamt 1100 Urgestein, hast du theoretisch die Bedingungen für erfüllt. Und jetzt wird halt geguckt, kriegst du das auch. Und das ist leider mein Problem bei der Aktion. Ich habe nämlich bisher, und die erste Aktion war wie gesagt im September, also das ist schon 2 Monate her, auch die Auswertungsphase ist schon mehr als 30 Tage her. Also die Auswertungsphase, die 30 Tage dauern sollte, ist schon seit über 30 Tagen vorbei.
Das heißt, da wird 1000%ig nichts mehr kommen, weil das quasi schon ewig her ist. Also da kommt nichts mehr. Und ja, ich habe jetzt an 2 Livestream-Aktionen teilgenommen, wo ich theoretisch Belohnungen verdient habe, habe sie aber jeweils nicht bekommen. Vermutlich, weil ich zu wenige Zuschauer hatte. Weil es richtet sich ja danach, wer die höchsten oder die durchschnittlich gleichzeitig meisten, das hat sich jetzt echt verwirrend an, was hier steht. Die durchschnittlich gleichzeitigen Online-Zuschauer, wer mehr hat, kriegt's und wer weniger hat, kriegt's nicht, wenn beide die Bedingungen erfüllen. Und da muss ich halt nach wie vor sagen, das finde ich, ist halt wirklich der Killer für diese Aktion. Schon klar, dass wenn man jetzt diese Begrenzungen komplett rausnehmen würde, dass man dann Leuten die Möglichkeit geben würde, erstens hunderte Livestreams zeitgleich über irgendwelche, keine Ahnung, Portale oder so zu starten und hunderte Accounts mit Belohnungen zu versehen, also dass man das Ganze dann ausnutzen kann. Keine Frage. Aber ich hatte jetzt in meinen Streams immer mindestens 10 Zuschauer. Ist jetzt natürlich nicht die Welt, keine Frage, will ich jetzt auch nicht sagen. Deswegen sage ich ja auch wirklich nicht falsch verstehen. Ich will jetzt hier auch nicht ausheulen oder so, sondern ich muss wirklich sagen, ich bin ehrlich verwundert, weil viele Leute haben hier in den Kommentaren von diesen Livestream-Aktionen immer geschrieben, dass sie immer eine Belohnung bekommen. Und teilweise habe ich mir auch die Streams angeguckt von denen und die hatten teilweise 100 Follower, wo ich mir denke, krass, dass du es tatsächlich geschafft hast, mehr Zuschauer zu haben als ich oder vielleicht streamen mittlerweile so viel mehr Leute Genshin Impact seit Fontaine Release, dass sich das tatsächlich geändert hat, das weiß ich nicht. Aber also ich habe noch keine einzige Belohnung bekommen und würde jetzt mal behaupten, dass ich mehr Zuschauer habe, als jetzt, wenn einfach irgendein random Spieler sein erstes Mal streamt. Aber das ist genau die Kernproblematik, vollkommen egal, ob ich jetzt schon Streamer bin oder nicht, dass ich mir überhaupt die Mühe mache, auch jemand, der noch weniger Zuschauer hat als ich, der dann auch nichts bekommt und auch vielleicht gar kein richtiger Streamer ist. Für solche Leute ist diese Aktion dann eigentlich quasi komplett hinfällig, weil du siehst diese Belohnungen und denkst dir, cool. Und dann fängst du an zu streamen und dann freust du dich vielleicht sogar, wenn du ein paar Zuschauer hast, vielleicht sogar 10, vielleicht sogar 20. Ich weiß nicht, wie viele man braucht, um eine Belohnung zu kriegen. Ich kann es auch nicht sagen, weil ich kriege ja keine Belohnungen leider. Aber dann freust du dich, dass du ein paar Zuschauer hast, streamst im schlimmsten Fall sogar wirklich deine 30 Stunden nur wegen der Aktion. Also ich meine, glücklicherweise streame ich jetzt nicht nur wegen der Aktion, sondern ich spiele das Spiel sowieso gerne und jeden Tag mehr oder weniger. Zwar nicht im Stream, aber trotzdem. Deswegen ist es jetzt für mich kein absolutes, keine Ahnung, tötet mich jetzt nicht, sage ich mal, ja, emotional oder sonst irgendwie. Wie gesagt, ich bin einfach ehrlich verwundert tatsächlich. Und wie gesagt, wenn es ein normaler Spieler das dann halt auch macht und aber nur wegen den Belohnungen macht, logischerweise, weil er eigentlich kein Streamer ist und das eigentlich nicht machen würde, wenn es keine Belohnungen dafür gäbe. Und er macht sich dann wirklich die Mühe, 30 Stunden über 3 Wochen zu streamen und kriegt dann gar nichts. Also ich weiß nicht, ob man da irgendwie nicht trotzdem das Ziel von so einer Aktion verfehlt, weil wie kann es sein, dass jemand sich 30 Stunden Arbeit macht oder seien es nur 12 oder 9 Stunden? Ich glaube, bei der ersten Aktion hatte ich leider nur 11 Stunden und bei der zweiten Aktion hatte ich 18 Stunden oder so. Also die 30 Stunden habe ich tatsächlich sowieso noch nie geschafft. Aber ja, ich meine, wie kann das sein, dass man seine Spieler quasi so hinschiebt, macht Werbung für uns, pusht das Game auf Twitch. Je mehr Leute online sind, je mehr Zuschauer sind, desto besser für unser Spiel. Also es sollte halt eine Win-Win-Situation sein, sage ich im Endeffekt. Und wie kann es dann sein, dass der Spieler, wenn er nicht genügend Zuschauer hat, als normaler Spieler, wenn man kein Streamer ist, wie zum Teufel soll man so viele Zuschauer bekommen, dass du dann nicht mal eine Belohnung bekommst. Also ich finde, hier fehlt irgendwie der Mindestpreis. Also diese Belohnungen sollten vielleicht irgendwo zum Teil auch einfach garantiert sein. Also zum Beispiel, wenn du alles freigeschaltet hast und es keinen Grund gibt, irgendwas was gegen dich, sag ich mal, zu finden, dann könnte man es ja so machen, dass man nicht gar nichts bekommt, wenn die Belohnungen sozusagen schon aufgebraucht sind, sondern dass man zumindest eine Mindestbelohnung bekommt, eine Mindestanerkennung. Also das finde ich schon echt krass, dass du dann wirklich 30 Stunden über 3 Wochen gestreamt hast und dann einfach wirklich gar nichts bekommst. Also das finde ich schon irgendwie echt heftig, dass sie das wirklich so machen. Klar, wie gesagt, ich bin immer noch verblüfft darüber, dass ich tatsächlich mit 10 Zuschauern im Schnitt bei Genshin Impact keine Belohnung kriege. Das verwundert mich tatsächlich. Aber es ist anscheinend so. Und ja, da kann man dann wohl leider tatsächlich nichts machen. Finde ich aber, wie gesagt, schade. Und das killt halt die ganze Aktion. Wie gesagt, das habe ich schon oft gesagt, sie clickbaiten hier immer mit dem Banner mit den 11.500 Dollar. Ja, mittlerweile weiß das jeder, dass das nur für die Top-Streamer gedacht ist. Aber ja. Genau. Und
Genau, jetzt streamen wir, jetzt posten die Leute wieder ihre Twitch-Links. Schaut's mal, ob wir hier irgendwas finden, was in meine Richtung vielleicht geht. Tatsächlich, das ist das Gefühl, das erste Mal, dass ich hier keine Kritik sehe. Ah, hier haben wir es, genau. Genau, hier haben wir es. Also mich wundert es tatsächlich. Die negativen Kommentare werden immer weniger, aber wahrscheinlich wirklich, weil die Leute so entmutigt sind, dass sie auch einfach nicht mehr teilnehmen. I think I did this event at least 4 times now. Er hat das Event mindestens 4 Mal schon gemacht. Er hat jedes Mal alle Belohnungen erfüllt. Also für die maximalen Belohnungen. Und I get 2 wishes at the best for streaming over 20 plus hours, kinda lame. Also er sagt, er kriegt 2 Wünsche, das heißt 320 Urgestein für 20 plus Stunden streamen. Und dann sagt er hier, du bist nicht der Einzige, dieses Event ist Betrug. Tatsächlich bin ich auch wieder verblüfft, auch er hat anscheinend trotzdem Belohnungen bekommen. Also ich habe tatsächlich, wie gesagt, noch gar nichts bekommen. Crazy. Aber ja, also das ist, ich weiß auch nicht, also keine Ahnung. Ich finde halt, wie gesagt, selbst wenn man theoretisch nur einen Zuschauer hat, wenn man alle diese Bedingungen erfüllt, kann es einfach nicht sein, dass man leer ausgeht. Ja? Also diese, wie er es gesagt hat, er kriegt jetzt 2 Wünsche für 20 plus Stunden. Es sollte halt irgendwo diese Mindestbelohnung irgendwo geben. Und diese kumulierbaren Belohnungen dann vielleicht als Anreiz, wenn du mehr Zuschauer hast, also wenn du dir mehr Mühe gibst und auch mehr Leute zugucken, dass du dann quasi hier mehr bekommst. Das passt ja, also eine Leistungsorientierung macht ja auch irgendwo Sinn. Wie gesagt, Win-Win, aber gar nichts, finde ich echt frech. Ich werde jetzt an dieser Aktion noch teilnehmen und an der nächsten wahrscheinlich auch noch, sage ich mal, das ganze Jahr abschließen. Da muss ich mal gucken, weil es bei mir zeitlich echt schwierig ist, Genshin Impact zusätzlich zu streamen, weil ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich habe beim ersten Mal nur die 11 Stunden geschafft, beim zweiten Mal nur die 18 Stunden, obwohl ich eigentlich schon immer theoretisch geplant hatte, die 30 Stunden zu machen. 30 Stunden hört sich auch nicht so ultra viel an. Aber ich streame halt sowieso noch und ich mache 2 YouTube-Kanäle zeitgleich. Also bei mir sieht es zeitlich da halt echt nicht so gut aus. Und ja, aber ich werde es mal dieses Jahr noch komplett durchmachen und mal gucken, ob ich es schaffe, auch nur ein einziges Mal irgendeine Belohnung zu kriegen. Wenn ich es schaffe, lasse ich es euch auf jeden Fall wissen. Wenn nicht, weil ich mich gerade wundere, wie zum Teufel hat er eigentlich 2 Wünsche bekommen. Aber gut, wahrscheinlich die 150 Urgesteine dann vielleicht. Ja, keine Ahnung. Aber gut, 2 Wünsche heißt ja nicht zwangsläufig, dass er genau 320 Urgesteine bekommen hat. Ja, keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall, ihr wisst, was ich damit sagen will, also meldet euch zu der Aktion an, wenn es euch Spaß macht zu streamen, wenn ihr sowieso Streamer seid, wenn nicht, dann müsst ihr euch halt echt überlegen, ob euch die Zeit das wert ist, weil es kann halt sein, dass ihr wirklich wenig oder gar nichts bekommt und das wäre dann natürlich, wie gesagt, ein bisschen schade. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen, ich würde mich selber ein Like, Kommentar, noch ein Abo von euch freuen und wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder, bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao, ciao.